Okay, wie funktioniert es jetzt, dass aus Zucker, den du isst, aus Kohlenhydraten, die du isst, Fett wird auf deinen Hüften? Das hat eine Menge damit zu tun, dass unser Körper nicht unbegrenzt Zucker aufnehmen kann. Es gibt einen Teil, den kann er direkt verwerten. Na, der wird über das Insulin in die Zellen gebracht, dann wird er in den Mitochondrien, unseren kleinen Kraftwerken in den Zellen Energie draus gebastelt. Super Sache. Dann haben wir Speicher in der Muskulatur und in der Leber. In der Muskulatur für Kampf- und Fluchtsituationen wird da immer so ein bisschen Reserve reingepackt. Und in der Leber, um auch für Notzeiten schnell an Zucker ranzukommen, weil in bestimmten Situationen brauchen wir den tatsächlich. Das sind aber nur 400 Gramm insgesamt, die wir an Zucker überhaupt speichern können. In Leber und Muskulatur. Und das für die Muskulatur wird auch nur für die Muskulatur benutzt. Ja? Pro Mahlzeit können wir nicht mehr als 60 Gramm Kohlenhydrate verstoffwechseln. Der Rest geht schon auf die Hüften. Wie funktioniert das? Der Zucker wird verstoffwechselt. Es wird in die Zellen gepackt, in die Leber gepackt, in die Muskulatur gepackt. Und das, was übrig ist, das, was wir zu viel aufnehmen, da sagt unser Körper jetzt aus uralter Zeit, evolutionär festgelegt, den schmeißen wir jetzt nicht raus. Das ist ja Energie, was da reinkommt. Es wäre ja Wahnsinn, wenn wir die jetzt rausschmeißen würden. Das wird also leider nicht einfach ausgeschieden, sondern zur Leber gebracht. Und die Leber sagt, okay, da baue ich jetzt mal Fettmoleküle draus, Triglyceride. Das siehst du dann auch an deinem Triglyceridspiegel im Blut, wie viel Zucker du in der letzten Zeit gegessen hast. Und diese Triglyceride sind halt Fettmoleküle, wo packe ich die? Guckt die Leber jetzt so um sich rum und sagt, wo packe ich die denn jetzt mal hin? Was ist in der Nähe der Leber? Was ist der nächstgrößere Speicherort? Der Bauch. Ja, und da genau wird das hingepackt. Das ist unser Speicher, der früher überlebenswichtig war. Überlebenswichtig, dass wir Energie, die wir nicht sofort gebraucht haben, erstmal gespeichert haben. Für schlechte Zeiten. Was uns heute zum Verhängnis wird. Unser Organismus ist evolutionär, ich sage immer gerne, so in der Steinzeit hängen geblieben. Das ist ganz einfach so. Und hat es einfach noch nicht kapiert, dass wir zumindest hier in dieser Welt, es gibt auch noch Zonen auf der Erde, wo das nicht so der Fall ist, dass wir hier zu jeder einzelnen Minute Zugriff auf Nahrung haben, um uns herum. Ja? Und deshalb das ist der Grund, warum immer noch aus Zucker Fett gebastelt wird. Wenn zu viel reinkommt, wird es aufgehoben für schlechte Zeiten. Das Einzige, wie wir uns davor schützen können, das erkläre ich euch. Zum Beispiel in der Tschüss Zucker Challenge, die am 10. Januar startet. Und ich hoffe, du meldest dich jetzt gleich an, weil die ist kostenlos und die wird richtig Spaß machen. Da sind ganz viele schon angemeldet. Mach einfach mit. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.